Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Let's Play Detroit Become Human. Wir stecken in der Rolle von Kara. Die gehört dem äußerst miesepetrigen Todd, scheinbar ein alleinerziehender Vater, und wir haben in seiner Wohnung sogar schon Drogen gefunden. Okay, das Erdgeschoss ist geputzt und jetzt sollen wir hoch, ja? Ersten Stock abschließen. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Okay. Also ich denke mal, so Androiden sollen normalerweise lernfähig sein. Und er wollte nicht, dass wir vor dem Fernseher rumlaufen. Er möchte in Ruhe Eishockey schauen. Trotzdem mache ich das jetzt. Nein, ich darf nicht. Ich kann noch nicht mal laufen. Verboten. Todd schaut Fernsehen. Okay, okay. Wie gesagt, wären wir ein Mensch, dann würde ich sagen, das geht so alles nicht. Kann ich mit dir reden, Alice? Vielleicht diesmal. Spielzeug? Das ist aber hübsch. Wie heißt es? Nee. So eingeschüchtert, wie die ist, die wird garantiert geschlagen. Also wir kennen ja auch ihn und so, und da kann man sich das wirklich zusammenreimen. Böse, böse Zustände hier. Gucken wir uns oben mal um. Vielleicht vertraut sie sich uns ja mal an oder so. Kann man nichts machen. Man kann niemanden zwingen. Räum Todds Zimmer auf. Mach das Bett, beseitige die Unordnung. Ja, aber bevor ich das tue, was sind denn die anderen Zimmer? Ich möchte einfach ein Bild machen, bevor ich anfange, irgendwie rumzuräumen. Putze das Badezimmer, sortiere Flaschen. Staue dreckige Kleidung. Seh dich mal selbst im Spiegel an. Hi! Begeistert sie nicht wirklich. Ich weiß wohl ziemlich genau, wie sie ausschaut. Ist das ein besonderes Zimmer hier? Alice Zimmer. Mach das Bett, lüfte das Zimmer. Ich weiß ja nicht, mit was ich was triggere. Ich hoffe, ich kann einfach alles spielen. Oder ob eine bestimmte Reihenfolge von Nöten ist. Ich beginne jetzt einfach mal in Alice Zimmer, weil die hat es am meisten verdient, würde ich sagen. Hat gemacht, Lüfte. Das kann die doch eigentlich selbst, oder? Jetzt muss ich sogar den Controller nach oben ziehen. Das wird wichtig sein. Was? Ist ein Dialog oder eine Aktion freigeschaltet auf den Vorteil? Muss die am Ende da rausspringen aus einer brenzligen Situation? Muss ich mir die Hütte mal anschauen? Ja, nicht rein. Du kannst dich nicht auf Knopfdruck ducken oder so. Dann leider nicht. Ich weiß nicht, für ein Kinderzimmer ist es sehr makaber. Was haben wir denn hier? Secret Treasure. Natürlich verschlossen, aber jetzt will ich den Schlüssel finden. Das hat doch garantiert. Da erlangen wir Einblick in ihre Seele. In ihre, ich weiß nicht, tieferen Gedankengänge. Wahrscheinlich in ihrer Höhle. Es ist verschlossen, aber ich kann jetzt nichts weiter anwählen, wisst ihr? Ich hau mich mal um, das wird ja gekennzeichnet mit so einem gelben Rechteck, wenn ich irgendwas tun kann. Hier ist was. Die malt die Wände an, das ist auch nicht schön, aber naja, wenn sich keiner kümmert. Sie träumt von einer Wiese, Tieren, Sonne. Ich glaube, das ist ihre Mutter wahrscheinlich. Ich will nicht wissen, was passiert ist. Aber es muss schrecklich sein. Ernsthaft. Gut, dann werden wir im Bad ein bisschen versuchen, das Schiff zu machen. Weil ich nicht glaube, dass Alice ihren Schlüssel irgendwo anders als in ihrem Zimmer versteckt hat. Leben echt wie die Schweine hier. Vor allen Dingen Todd. Höchstwahrscheinlich. Ist ja doch etwas. War doch noch ein Punkt. Wische den Boden. Aber da brauche ich erstmal Werkzeug, nicht wahr? Doch hier. Ich glaube, der Boden ist hier nicht das Dringendste. Da muss ich wieder auf dem Touchpad. Eine interessante Erfindung, das Touchpad in dieser Form. Es war aber sehr oberflächlich, meine liebe Kara. Ich sage immer Kara, aber sie wird ja hier Kara. Kara. Also schon mit dem Englisch-Slang, aber mit deutschen A's quasi.
Moment, hier ist ja noch ein... Hier ist ja noch eine Tür. Scheint aber gerade nicht wichtig zu sein. Dürfen wir mal rausgucken? Also die bauen ja draußen, das ist auch nicht so schön. Also ich glaube, das Haus soll auch über kurz oder lang abgerissen werden. Deswegen ist da vielleicht nicht mehr so viel Motivation, überhaupt was zu tun. Ja, mit seinen ganzen Kontoauszügen und Mahnungen. Bloß nichts Verkehrtes, der hat uns eben schon angepflaumt. Im letzten Part. Eben auch, ja, aber... Was haben wir gefunden? Guck doch nicht so, das ist auffällig, wenn der jetzt guckt, ne? Da war wieder was Gelbes. Die denkt nach oder die speichert sich was, wenn sie irgendwas Wichtiges erfährt. Aber ich weiß selbst noch nicht, was es ist. Anschalten. Aber dass jede Bewegung quasi mit einer Controller-Aktion stattfindet, ist fast ein bisschen... naja, gut, es ist mal anders, ne? Hier die Gitarre, da wird drauf ein bisschen rumgeklampft. Ich glaube, das T-Shirt da oben, das ist eben auch nicht mehr. Androiden-Quarterback. Ach, ja, das ist auch so eine Sache, wenn es sowas wirklich gibt. Irgendwann gibt es die Sportler oder Fußballer, sagen wir einfach mal, auch nicht mehr so... Vielleicht schon noch per Menschen, aber vielleicht gibt es auch noch, wer die besten Androiden baut und so. Ups. Warte weg. Scroll mal ganz kurz nach unten. Scrolling-Zeitschriften. Beim Cyberlife-Event in Detroit wurde der QB-1000 hergestellt. Der Hersteller blablabla. Ist geblubber. Und als zweites der Preis Fahrzeuge. Überleben und Tod. Die selbstfahrenden Autos, die gibt es ja auch schon. Das wohl in 20 Jahren noch öffentlichkeitsreifer, würde ich sagen. Weil es gibt zwar heute schon, aber kaum einer fährt die. Da sind wir ehrlich. Das wird schon 20 Jahre dauern, bis die wichtig werden. Mach ich da weiter aufräumen? Was haben wir denn hier? Ach, nehmen. Das ist so viel! Sollen das Schallplatten oder ähnliches darstellen? Ich glaube schon. Seine Hobbys sind ja noch vertretbar. Was? Warum hat die so gezögert? Mädchen, warum hast du so gezögert? Hey! Direkt hinterher. Oder? Oder machen wir das jetzt zu Ende, was wir hier haben? Was? Was ist los? Ich dachte, es kommt jemand. Ich habe schon ein bisschen Angst bei dem Typen, aber das sollte einfach nur zeigen, dass ich alles Mögliche mache. Nehmen. Medikamente. Was ist das? Antidepressivum. Enthält die an... Ja, da rein damit. Zu seiner Waffe. Die Waffe weg. Aber ich habe was Wichtiges getan gerade. Weil ich weiß, wo die Waffe ist. Natürlich ist er depressiv. Ich glaube schon, die Frau ist irgendwie gestorben oder durch ein... Er war betrunken oder so. Und jetzt zum Sport. Sport-News. Als erstes Basketball. Die Gears bereiten sich auf ihr wichtiges Spiel heute gegen Denver in der Cyberlife Arena in Detroit vor. Die Cyberlife Arena. Zeichentrick. 25.000 Jobs wurden im Oktober. Hört euch das an. Laut Arbeitsministerium stieg die Arbeitslosenquote damit auf 37,3. Warum? Einfach so? Hat jemand umgeschaltet, ne? Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Weiterhin gab sie bekannt, dass der Etat des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 200.000 Kampfeinheiten erhöht wurde. Was im Krieg für Möglichkeiten existieren damit? Ich höre lieber auf, drüber nachzudenken. Weg da! Ich weiß nicht. Würde ich mich auch irgendwann so verhalten, wenn ich so einen Android jeden Tag hätte und ich weiß, es ist nur eine Blechdüchse? Jetzt können wir da ins Bad? Ach, das ist ein kleines Klo. Das Klo ist nicht im Bad. Was zur Hölle?
Der geht scheißen und ich muss danach schrubben, ey. Also langsam, ich weiß nicht, ich könnte das gar nicht. Mich so gehen lassen, dass die alles machen muss. So, ja, okay, wir folgen ihr. Wir haben gesehen, die ist auf ihr Zimmer gegangen und deswegen... Ach, deswegen, die versteckt sich da unten. Es bin doch nur ich. Sonst niemand. Schauen oder knien? Ich schau erstmal. Da liegt ein Buch, oder was? Alice im Wunderland. Oh. Alice im Wunderland. Natürlich. Alice warm. Warum stand da warm? Die Körpertemperatur. Können wir scannen. Tür ist auf. Mach die doch mal zu. Sonst vertrauen wir uns doch nicht einander an. Spaziert da drüber. Ist auch was. Du liest wohl gerne. Mach doch die Tür zu. Geht scheinbar nicht. Ich kriege nichts angezeigt dergleichen. Ja, Mädchen, lass mich mal rein. Wo ist dein Schlüssel, ne? Freundlich, diplomatisch. Freundlich wird das Beste sein an der Stelle, glaube ich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Tristan wirkt still. Mutter. Mutter ist zu schnell. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Interessen. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Sie ist nicht in Erzähllaune. Merkst du das? Ruhe lassen. Noch nicht. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Der Schlüssel. Aha! Da habe ich was richtig gemacht! Und ich wollte sie schon in Ruhe lassen. Ich dachte eben, ich habe was falsch gemacht. Aber alles gut. Na, jetzt bin ich ja neugierig wie ein Luchs. AB Treasures. Alice. Ich weiß nicht, wie die mit Nachnamen heißen. Vielleicht wurde es ja gesagt. Der Mutter habe ich gar nicht gefragt, aber jetzt gibt es wohl Antworten. Das sieht ja doch noch ein bisschen manierlicher aus, glaube ich. Oh, vierblättriges Kleeblatt. Bringt Glück. Oh, da ist er noch viel kleiner. Ja, die Mutter sieht doch freundlich aus. Todd, ja gut, ist halt ein Sportbegeisterter. Irgendwas ist passiert, das hat den übelst mitgenommen. Ne? Also heftig. Ich würde, selbst egal was mir passieren würde, ich wäre vom Charakter nicht ansatzweise so, weil ich kann mit Saufen und vor allen Dingen Drogen oder sonst was nichts anfangen, aber Depressionen sind schon eine böse Sache. Das Blatt Papier sieht aus, als wäre es stocksteif. Was hat sie denn? Sie sich oder ihre Mutter gemalt? Weil da ist Blut an der Stirn. Ah, sie ist das selbst. Er schlägt sie, was? Ich hab's doch gesagt. Bin ich. Ah. Er hat uns wahrscheinlich zerstört und da war sie traurig. Das war kein Auto. Jetzt wissen wir Bescheid. Was wollt ihr uns damit sagen? Das hat die gemalt dafür? Tun wir denn den Schlüssel wieder hin? Ich guck. Fragt Todd nach neuen Anweisungen. Er hat gesagt, ich soll ihn in Ruhe lassen. Was macht eigentlich ein Android? Android, ich sag Android. Wie das Betriebssystem. Was macht ein Android, wenn... Ja, ich weiß nicht. Wenn er nichts zu tun hat, stumm in der Ecke stehen? Nein, wahrscheinlich den Besitzer nach Anweisungen fragen. Hi. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst.
Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Aber nicht wegen dem, was er gerade gesagt hat, sondern wegen dem, was du jetzt machst. Gott, was mache ich denn? Allerdings. Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Ja, der Typ ist durch. Der ist richtig am Ende. Okay, das war das. Wow, ich habe so ziemlich alles gesehen. Seht ihr, das war intensiv. Zu Todd gehen, alles putzen. Ich kann mal gucken, wie viel. Es wurden am wenigsten gemacht. Todd stören. Was die meisten gemacht haben, ist Geschirr waschen. Geschirr waschen? Heißt das nicht Geschirr spülen? Ich kann eigentlich auch sogar reinzoomen, da seht ihr es vielleicht besser. Müll rausbringen, bitten nach oben zu gehen, nach oben gehen und dann im zweiten Stock. Kara sieht eine Waffe. Also das bleibt für später noch wichtig. Nicht für den Moment, für dieses Kapitel, sondern für später. Kara entdeckt einen Weg nach unten. Zimmer lüften. Okay. Aber das haben 99% der Leute geschafft. Das Zimmer lüften und den Weg nach unten entdecken. Tabletten aufräumen, sieht eine Waffe. 84%. Die meisten lesen Androiden Quarterback, aber scrollen nicht rüber. Das machen nur 76%. Alice reden. Alice gibt einen Schlüssel. 98% schaffen das. Das ist gar nicht so schwer. Aber die Box werden nur von 93% geöffnet. Okay, dann machen wir mal weiter. Aber schönes Kapitel. Bin ich jetzt wieder Marcus? 9.58 Uhr. Oh, die Textur links. Oh, übel. Hat sich jetzt erst... Habt ihr gesehen? Ha, ich hab's nur festgestellt. Die musste noch geladen werden. Wow, das sind mal andere Umstände hier. Das ist mal ein bisschen was anderes als wie eben gesehen. Krass, das ist ja wie bei Frauentausch hier. So, das bin ich, Marcus. Jetzt Android Marcus. Ohne Bestellung und lege das Paket ab. Okay. Der Vogel. Seid ihr echt? Ihr bewegt euch nicht. Das sind Androiden? Vögel? Ach, die muss man einschalten? WTF? Naja gut, spart vielleicht Futter und ist hygienischer, aber kostet mehr Strom. Das ist dezent Blödsinn. Das ist natürlich eine schöne Fantasie von den Entwicklern, aber das geht ein Stück zu weit. So, lass mal schauen. Wo wollen wir zuerst hin? Das geht auch nach oben. Also hier wohnt ein Künstler. Jemand, der richtig Asche mit seinen Werken macht, oder was? Sieht schön aus hier. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Okay, aber bevor wir Karl wecken... gucke ich mich natürlich um. Das ist ein Smiley auf der Tasse. Ach so, das soll ich dann nehmen? Nee, lass mal. Ich habe keine Option. Ich muss es jetzt machen. Zumindest das jetzt nehmen. Ey, warte. Bring es zum Esstisch. Lass mich doch zu Ende umgucken. Darf ich jetzt nicht? Vielleicht. Gut. Ist nicht der Esstisch? Ach, geht natürlich automatisch auf. Na sicher. Das hier ist ein guter Tisch zum Speisen, oder?
Nein, ich dachte, doch. Sehr vornehm. Hat da jemand im Lotto gewonnen? Das kann natürlich auch sein, dass es mal nur ein Hobby ist. Wer weiß es schon. Doch was. Hat irgendwas angezeigt. Oder war damit das gemeint, das Tablett? Anscheinend. Hier in der Küche sehe ich nicht viel mehr. Gut. Ich mag auch irgendwie diese Ungewissheit, dass man erst rausfinden muss, was eigentlich abgeht. Und der Kollege Connor scheint so eine Art... ja, niemanden zu gehören, sondern der Polizei. Die Polizei zu unterstützen. Silber gewinnt in 3 Zügen. Spielst du manchmal gegen deinen Herrn? Gegen den Karl? Lässt du ihn auch manchmal gewinnen? Steht eine Giraffe. Ausgestopft oder Android? Vielleicht kann man die auch einschalten. Der Alan von Hangover, der wollte auch eine Giraffe haben. Ich die Fernseher. Hier steht was lesen. Century. Der Nordpol. Wieso Russland ihn will? Warum will Russland den Nordpol? Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Thirium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Thirium-Reserven würden beide Nationen erlauben, modernere Androidenmodelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Ihr könnt doch nicht einfach den Nordpol irgendwie abtransportieren. Gebrochene Schätze. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, ist vielleicht ein bisschen trocken für den einen oder anderen, aber die Überlegungen der Entwickler finde ich halt nice. Modernere Androiden wollt ihr, ja? Detroit Today. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Auf dem Titan? Der gehört aber nicht zu unserem Sonnensystem, zumindest nach Stand 2018. Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneisoberfläche des Titan aufgebrochen ist. Vielleicht wissen wir davon schon was. Das wäre dann 2019 dementsprechend. Hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben. Der NASA-Sprecher. Okay. Wie gesagt, ein bisschen trocken ist es schon, aber da kann man sich reinlesen und ich finde es schön, dass das Spiel immer diese Möglichkeit bietet, ja. Muss man ja nicht machen, aber kann man. Jetzt guck ich hinten am Flügel, was da noch abgeht. Testen. Ach, mit dem. Kann natürlich alles auch perfekt spielen bei Bedarf. Huch. Geht automatisch alles an. Eine Künstlerwerkstatt im altmodischen Stile. Jemand lebt hier sein Hobby. Trotzdem mit moderner Technologie. Also auch bei Tageslicht. Das muss sein in seinem eigenen Garten und so. Es gibt Schöneres, ne? Wenn man quasi anscheinend keine Geldsorgen hat und sich in so einem Stil ausleben darf. Für viele ein Traum. Für viele ein Traum. Was würde ich denn machen, wenn ich vor lauter Reichtum so Langeweile hätte? Ich würde mich neben Gaming, Sachen und alles, was mit Gaming zu tun hat, Sachen zu sammeln und so. Ich Bock, Hamster zu züchten im hochprofessionellen Stile. Mit allem Pipapo und drum und dran. Ist auch so ein kleiner Traum, wo ich mir denke, den werde ich mir wahrscheinlich nie erfüllen. Hier noch eines. Okay,
kein wirklicher Schädel. Kann ich im Kamin was machen? Wecke Karl. Kümmere dich um Karl. Karl! Keine Ahnung, wer Karl ist. Ich tippe auf einen alten, künstlerischen Herren. Kreativen Herren. Oder einfach ein stinkreicher Sack. Er hat vor allen Dingen hier so eine... Okay, er kann nicht mal mehr Treppen gehen. Der wird wirklich alt sein. Ach, der Ärmste. In welche Richtung geht das denn letztendlich? Holt sich sogar irgendwelche Fossilien oder... Naja, Skelett davon. Ich sag einfach nur Uhrzeit. Ist er. Um den kümmern wir uns im nächsten Part. Also nicht verpassen und Like da lassen. Ich freue mich auf euch und bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffe ihr auch. Bis dann und ciao!